So kalt ist es heute Nacht gewesen, dass sogar von innen die Scheiben angefroren sind. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Warum mag der Helle lieber in den Mediamarkt, als mit dir in der Nacht hierher stehen? Weil die erst um 10 Uhr aufmachen und da kann man auch schlafen. Ja, genau. Und wir sind jetzt hier bei Karatek und hier die Nacht verbracht bei Karatek. Und warum? Weil Helle jetzt wieder was eingebaut bekommt, was er schon sehr lange sich wünscht. Genau. Ich freue mich schon lange auf den Tag, denn heute wird mir ein lang gehegter Wunsch erfüllt. Und um 8 geht's los. Ja, und wisst ihr was? Wir haben minus 6 Grad und es ist lausig kalt und ich gehe jetzt wieder in unseren Gustl, bis die Zeit da ist. Genau, nach dem Intro geht's los. So, wir waren jetzt bei Karatek. Die Mission ist erledigt. Ja. Die Mission ist erfolgreich erledigt. Mhm. Was haben wir gemacht? Zuerst haben wir mal die Ossi beglückt mit dem Kabelsalat, der immer vorne im Vor geherrscht hat. Ja, das war so nervig. Überall diese Kabel für Kameras und ja, was alle und fürs Handy und Navi und ach, weißt du, Kuckuck alles dieses. Nur fürs Handy und fürs Navi. Naja. Aber das Kabel muss man immer von der Steckdose rüberführen und das hat eigentlich schon ein bisschen genervt. Und dafür haben wir jetzt eine saubere Lösung bekommen. Ja. Von der Firma Karatek. Jawohl. Super. Dann haben wir endlich unser Dashcam-Kabel richtig perfekt verlegt bekommen. Auch das ist erledigt. Und es waren die beiden Kleinigkeiten, was ruckzuck gegangen ist. Was mir ein Herzenswunsch schon immer gewesen ist, das war die Rückfahrkamera, die dauernde Rückfahrkamera, denn die wir in der Mittelkonsole haben, da will die Ossi lieber das Navigationsgerät laufen haben während der Fahrt. Und ich würde immer gerne sehen, wer hinter mir fährt. Und das ist jetzt erledigt. Und darüber hinaus wurden uns zwei Seitenkameras eingebaut, die man als digitalen Außenspiegel verwenden kann, als digitalen Zusatzaußenspiegel. Wir sind jetzt erst 100 Kilometer gefahren und noch würde ich es mir nicht zutrauen, nur nach diesen zu fahren, aber das wird sich noch ändern. Wir erklären euch jetzt erst einmal das, was wir hier haben machen lassen. Das Betriebsgelände der Firma Karatek verließen wir nach mehrstündigem Aufenthalt. Wir waren sehr gespannt, wie sich die neue Kamerasituation in der Praxis auf der Straße anfühlt. Die erste Situation, in der man erkennen kann, dass man im Spiegel nicht viel sieht und die Kamera klare Sicht bietet, fanden wir bereits nach wenigen 100 gefahrenen Metern. Hier kann man sehen, der Unterschied zwischen Spiegel und Kamera. Mein Wunsch war, die Rückfahrkamera in einem weiteren Monitor zu spiegeln. Das heißt, das Bild, das im Monitor des Mittelteils angezeigt wird, auf einem weiteren Monitor auszugeben. Einerseits hat dies den Vorteil, dass Ossi während der Fahrt das Navi oder Radio sehen kann, ich aber dennoch den rückwärtigen Verkehr im Auge behalten kann. Als weiteren Vorteil versprach ich mir, dass in Einparksituationen, in denen man nicht viel auf dem Monitor durch zum Beispiel Sonneneinstrahlung erkennen kann, ein weiterer Monitor für bessere Sicht sorgt. Eingebaut von der Firma Karatek
wurde somit ein hochwertiger Monitor mit separater Fernbedienung und dann jeweils auf der rechten und linken Seite eine kleine HD-Kamera. Da der Monitor über drei Kanäle verfügen, wollten wir über den mittleren Kanal die Rückfahrkamera spiegeln, was aber bei der von uns werkseitig verbauten Kamera Probleme bereitete. Die billigste Alternative, eine Funklösung, kam nicht in Frage, da diese Funkkameras wohl ab und zu instabil sind, was die Übertragung angeht. So gab es nur eine Alternative, nämlich ein Kabel von vorne ins Heck zu ziehen und eine weitere Rückkamera anzuschließen. Dies machte durch einen von der Firma Hümer werkseitig angelegten Kabelkanal somit insgesamt weniger Probleme, als wir ursprünglich befürchtet hatten. Innerhalb von etwas mehr als einer Stunde war das Kabel verlegt und die Kamera am Heck angebaut. Jetzt zeigen wir euch ein paar praktische Beispiele, wie das Kamerabild während der Fahrt aussieht. Zunächst zeigen wir, wie wir von Fahrzeugen überholt werden. In dieser Einblendung ist der Unterschied der Monitore bei Sonneneinstrahlung sehr gut zu erkennen. Hier ein Überholvorgang von uns mit eingeschalteter rechter Kamera. Jetzt schalte ich von der Rückfahrkamera auf die rechte Kamera und beginne zu überholen. Nochmal, weil es so gravierend ist, der Unterschied bei Sonneneinstrahlung von der Standardkamera zu der neu verbauten Kamera der Firma Karatek. Zum Schluss zeigen wir euch noch, wie ein Fahrzeug im Seitenspiegel verschwindet, aber in der rechten Kamera sichtbar bleibt. So, wir hoffen, den Sinn von dem Ganzen, den habt ihr verstanden. Wie ich ja schon im Eingang gesagt habe, ganz traue ich mir noch nicht, ohne Außenspiegel nach der Kamera zu fahren, weil man muss das alles einschätzen können. Es ist auch kein offiziell zugelassenes digitales Außenspiegelsystem, das muss man auch sagen. Es ist ein Unterstützungssystem. Und ich finde, vor allen Dingen hat die Kamera eine ganz andere Qualität. Das ist HD-Auflösung und das Bild ist wesentlich klarer als von unserer normalen Kamera. Also ich kann es bestätigen. Ja, genau. Man sieht das viel klarer und deutlicher. Das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal festgestellt. Ja, und dann natürlich auch, wenn man rausfährt, es gibt ja oft auch die Situation, bei Ausfahrten oder bei Straßeneinmündungen, dass nur der Beifahrer diese rechte Seite sieht. Auch das ist verbessert. Und vor allen Dingen auch, wenn mal der Spiegel durch Lichtreflexe nicht richtig zu verwenden ist, dann ist er auch verbessert. Aber wir werden das Ganze jetzt viele 100 Kilometer testen. Hoffe ich doch zumindest, dass wir noch viele Kilometer fahren, Ussi. Ja, genau. Und dann werden wir das dann irgendwann mal noch
erzähle, ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht. Dann gibt es ein Update. Ja, genau, so kann man das auch sagen. Das waren die ersten Eindrücke auf jeden Fall davon. Ja. Wenn ihr in die Halle 7 kommt, da sind wir ja bei der Firma Remectro, bei der CMD. Mhm. Und da ist auch die Firma Karatec daneben dran. Die können euch das System dann nochmal haargenau erklären. Und die können dann auch sicherlich zu Preisen und allen Stellung nehmen. Ja, ja, klar. So, damit können wir jetzt keine Auskunft geben. Ja. Wollen wir jetzt also auf jeden Fall, dass die Kamera hinten nochmal separat verbaut wurde, das ist für einen Fachmann keine große Problematik. Denn eine Funkkamera, habe ich mir sagen lassen, das ist nur eine halbe Lösung. Immer wieder mal gibt es da Funkaussetzer. Das ist bei einer kabelverbauten Kamera nicht. Und es liegen in den Wohnmobilen wohl schon Kabelkanäle und da ist auch unsere Kamera hin verbaut worden. Also so ein Hexenwerk ist es gar nicht und man hat eine saubere Lösung. Mhm. Update kommt bei Gelegenheit. Wir fahren jetzt zur CMD nach Stuttgart und vielleicht sehen wir uns da. Ja, da würden wir uns freuen. Und bis dahin sagen wir nicht nur Daumen hoch, sondern tschüss. Genau. Bis dann. Also ciao, bis zur CMD. Wäre schön, wenn wir euch treffen denn. Halle 7. Jawohl, Remectro. Und Karatec. Ja, ciao. Tschüss.